Russland, hast du Nachfolger? Leider ja. Ich will auch eine Personalunion mit Russland eingehen. Ist doch alles, was ich möchte. Aber ich krieg das nie hin. So, kann ich noch mehr Truppen aufheben? Na Gott, schwierig. Sechs Decks sollten reichen. Was ist bei Österreich los? Ich weiß nicht, was ist bei Österreich los? Oh, Österreich ist mit Brandenburg im Krieg. Die waren doch verbündet. Oh, die müssen irgendwas angegriffen haben, das, ja. Ich weiß nicht, aber ich finde es gut. Moment. Vielleicht kann man sich da was gönnen. Kann man sich da was gönnen? Vielleicht Dithmarschen? Kann man sich Dithmarschen gönnen? Nee, schade. Ich würde mir gerne Dithmarschen gönnen. Das Spiel lässt sich nicht. Das Spiel gönnt mir wieder nichts. Was ist denn das? Revolution im Osmanischen Reich? Was? Das heißt nicht, das wird. Ich hatte eben das Event, Notiz, Nachricht, Revolution im Osmanischen Reich. Oh, okay. Die werden jetzt aber nicht dann das revolutionierte Osmanische Reich, oder? Doch, das kommt komisch. Oh, wow. Das wäre. Also, wenn du Österreich angreifen willst, jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt. Viel Glück. Naja, der würde. Alter Schwede. Wenn ich jetzt Lüttich angreife, sind sie immer noch dabei. Schützen sind immer noch. Der Wahnsinn. Ich könnte Brandenburg angreifen. Da wären sie nicht dabei, aber Brandenburg ist halt auch ein Monster. Ich könnte Russland reinrufen, aber. Russland. Ich weiß nicht. Ich würde gerne Dithmarschen einnehmen. Aber das Spiel lässt mich nicht. Österreich hat noch voll Bock. Liga ist immer noch. Was können wir noch so angreifen? Da ist noch Dortmund. Niemand mag Dortmund, oder? Minus 52. Komm, da geht noch ein bisschen weniger. Oder mehr? Geht noch was auf jeden Fall. Jetzt doch nicht. Uff, 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 Österreich ist schon gut besetzt, du. Er ja, sagt mal Österreich, wie lange möchtest du noch? Minus 60. Geht's denn in diesen Krieg? Ich weiß nicht, worum es geht. Nationalistischer Krieg gegen Straßburg. Straßburg, wo ist wo?
da unten irgendwo. Ach, die haben da Ansprüche. Nee. Wer hat denn den Krieg angefangen? Ja, was weiß ich. Trier. Trier? Ja. Okay, was auch immer. Ich find's gut. Österreich ist halt immer dabei. Und Österreich ist leider dabei. Minus 60. Komm schon. Wie viel Lust haben die noch? Dieses scheiß Reich, ne? Für die Wahlen. Trier. Na toll. Kann ich Trier angreifen? Ja, bin ich behindert oder was? Ich kann Brandenburg angreifen, aber. Ich habe halt so gut wie keine Truppen mehr in Österreich, in Europa, in Österreich. Bank von England, ja, gell? Fino. Was tust du? Sachen. Die Frage ist, kriegen wir das heute noch durch, die Runde? Das wäre schön. Aber das ist noch ganz schön viel Zeit. Könnten wir noch knapp hinkriegen. Komm schon, Fino, du hast eh keinen Gegner mehr. Oh, du hast. Oh. Meinst du nicht, du hast da vielleicht ein bisschen viel? Ich mache umsonst Pause. Ja? Ja. Ich meine, ja. Komm schon, Österreich. Sei doch mal ein bisschen beschissener. Ich glaube, das Osmanische Reich hat kein Problem mit Rebellen. Osmanische Revolutionäre, ach, da unten. Da unten sind die, an diesem kleinen Streifen in Ägypten. Da sind die Revolutionäre. Verstehe, verstehe. Oh, ich kann ja mal wieder Stabilität erhöhen. Stabilität plus 1. Oh, toll. Was, mein Herzogtum hat minus 20 verloren, weil ich die Debatte verloren habe? Ich habe kein Herzogtum spielen. Mich verarschen oder was? So, ich könnte jetzt mal wieder Krieg erklären. Österreich, sei doch mal. Hör doch mal auf, mit reinzugehen. Hm? Das wäre kein Bock zu. Hm? Oh, 76. Ah, das gibt's doch nicht.
Österreich ist aber auch ein Kackland, ne? Ah, sehr gut. Lübeck, du bist jetzt gleich meins. Na, der ein Glück. Moment mal, Lübeck, was? Lüttich. Ich wollte gerade sagen, Lübeck. Irgendwie habe ich Lübeck rausgelesen. Nee, es geht um Lüttich. Ich denke mal schon, hä? Moment. Ich würde gern Dithmarschen angreifen, aber das Spiel lässt mich nicht. Komm schon. So nah und doch so fern. Ja, kann ich mir leisten, passt schon. Na, noch nicht. Ey. Kannst du das überhaupt erobern? Also, ich meine. Willst du noch aufstellen? Oh, fährst auch schon wieder drei Kriege gleichzeitig. Ich meine, es gibt den Kirchenstaat wieder. Was soll denn das? Ja, tatsächlich. Och nö, jetzt ist wieder Frieden. Ja, fick dich doch. Drecksscheiße. Gut. Es wären zwei Provinzen mal oben noch gewesen. Was willst du machen? Gut. Garovi? Wo ist denn Garovi? Weg damit. Ah, ich hab's natürlich wieder nicht hinbekommen. Leck mich doch. Egal. Danke. Dann führe ich halt da oben Krieg. Hab ich gar kein Problem mit jetzt hier. Schon noch all mein Geld ausgeben. Gut, gucken wir mal. Wen greife ich denn da am besten an? Greife ich die direkt an? Was haben wir denn dafür? Truppen 136, 87 irgendwas. Könnte auch Ainu angreifen. Ne, ich greife die, glaube ich, direkt an. So, was für da? Eine hier. Die müssen noch. Zwei Provinzen, ja. Oh ne, marschieren wir nach da. Nee. Achso, das ist die falsche Weg. Ach, ich hab auf den falschen Button geklickt, ich Idiot. So, Verschleißarmee, minus 25%, jawohl. Und der Feind erhält 1%. Ich glaube nicht, dass die KI das interessiert, wie viel Verschleiß sie auf meinem Gebiet erhält, aber. Ich bin nicht sicher, ob die KI sich überhaupt dafür interessiert, auch sehr schwer, wie viel Verschleiß sie bekommt. Nee, glaube ich auch nicht.
Nein, Moin, die kämpfen gar nicht mit. Also, ja, dann vergiss das. So, die sind asiatisch, das heißt, die haben auch Nachteile, wenn ich mich richtig erinnere. Feindliche Landung besteht bevor. Ja, landet ruhig da unten. Das interessiert mich gar nicht, wenn ihr da landet. Apropos Festung. Kann ich da noch eine Festung draufklatschen? Haben wir da noch ein Plätzchen frei? Misch. Ja, scheiße, diese Tel wird schon gebaut. Fuck. Kein Platz für eine Festung. Wäre so schön gewesen, so. Wäre auch zu schön gewesen. Schiene, was tust du wieder? Immer noch das Gleiche. Immer noch Krieg, für den du nicht gewinnen kannst. So, Russland, kommst du mal anlaschiert? Nee. Nicht so wirklich, hm? Bringt, wer weiß, wann noch Truppen wollen. So, Heli ist sehr hartnäckig, muss man sagen. Ja, das musst du erstmal alles erobern, ne? Machst du ja nicht. Das ist ziemlich lang und ja, wie immer muss man alles möglichst erst erobern, ne? Ja, aber die sind anders. Finde ich. Also Adal, die ich angegriffen habe, die machen weniger als Suaheli. Mhm. Der Verbündete macht quasi mehr. Obwohl die ungefähr gleich groß sind. Sag ich mal. Na. Hätte erst noch Truppen nach da schicken wollen. Scheiße. Habe ich jetzt halt nicht gemacht. Naja. Scheiße. Dumm, dumm. Machst halt jetzt nichts mehr. Außer der Fino, der macht Pause. Ich habe hier alles besetzt. Ich habe hier alles besetzt. Weil die geben mir nichts, weil sie keinen Bock dazu haben, die Penner, die dummen. Russland kriegt wieder nichts auf die Kette, obwohl er so unglaublich viele Truppen irgendwo rumstehen hat. Was? Was machst du denn da, du Vollidiot? Musst du ja nicht annehmen. Ja, es. Sag mal. Was machst du da für einen Scheiß? Ich verliere ohne Ende Zeug, wenn ich das jetzt nicht mache. Ja, komm, fick dich.
Hey, ist ein Penner ein Dummer? Da fragt man vorher. So schon mal nicht, Junge. Ich bin hier mitten in einem Krieg, weißt du? Also in einem richtigen Krieg. Was war das jetzt für ein Müll? Hallo? Ich hätte Ball ist egal. Ich dachte, da kriegst du keinen Malus. Jetzt, natürlich bekommt man da, verlierst ohne Ende Prestige und Reputation. Bei Theorien, nee, hätte ich nicht an. Hätte ich mitmachen können? Hätte vielleicht mitmachen können, aber ja. Hätte man halt mal fragen müssen vorher. Nicht einfach irgendwelche Kriege hier anfangen mit.